So, Henning, komm mal her. Kriegst erstmal eine Faust. Ja. Danke für den super Service hier. So, du musst mal dir erstmal Schuhe anziehen. Pass mal auf. Mama, suchst du erstmal Schuhe. Und so ein schickes Bändchen hast du gekriegt. Ja. Ich hab auch das gleiche. Du hast das gleiche? Kinderbändchen. Ja, und so sieht das aus, wenn man mit Mädels campt. Für uns drei. Leer. Oder? Die Hunde würden sich halt dann also im Fuß rumtreten. Die würden da liegen. So würdest du mit der Mama unten schlafen, ich mit der Mama oben. Auf jeden Fall ist das so hier, in dem Truck ist das so. Ich schlaf oben. Du schläfst oben. Und ich sage Cheers. Willkommen im Shelter. Demnächst wird es geräumiger. Etwas. Das, ich dachte eben, du trinkst aus der Weinflasche. Lili, wie findest du es hier auf der Messe und im Truck? Das ist ja toll, dass du dich so gut mit der Lea verstanden hast. Was sagst du dazu? Ich habe eine Gurke gesehen. Okay, eine Gurke hast du dir geholt, sehr gut. Jetzt wohnen, dass so alles dran ist und so, sieht es natürlich gleich viel stimmiger aus, gell? Als diese Kabine da oben drauf, die da so rumgedingst ist. So ist das total kompakt geworden, gell? Und so. So. Jetzt nie die Kupplung, ja, wenn er jetzt runter geht, lass ihn einfach rollen. Du kannst eventuell ein bisschen zubremsen. Wann fällt er um so? Fällt er schon. Brauchst du da hinten noch Schützer?